So, jetzt auf den Sichtfeld von der SofaScore App. So, Conference League. Prognose. So, erste Gruppe, easy. Florenz und Beşiktaş viel weiter. Hades, dritter und den anderen Verein kann ich nicht mal. So, hier West Ham, erster, Anderlecht, zweiter und ja, dann machen sie unter sich. Hier. Villarreal, erster und Lech, zweiter. Köln und Nizza machen das. Ja, Köln entweder erster oder zweiter, aber das wäre egal. Hier denke ich sogar eher. Alkmaar und Vaduz als Zweiter. Das ist einfach der zweite Mannschaft, aus der Schweiz mitmachen kann. AK, die sind ja eigentlich Liechtenstein. Und hier denke ich, Gent und Mulde kommen weiter. Halt der Erste und Zweiter. Schwammrohr wird wahrscheinlich Dritter. Und der Gegner Vierter. Ja, hier wird Sivasspor und Slavia Praga weiterkommen. Slavia Praga als Erster und Sivasspor als Dritter. Und die Gruppe, die finde ich eigentlich komplett scheiße, Digga. Basel einfach der einzige Verein, den ich kenne. Slowen kenne ich auch die anderen beiden nicht. Basel wird Erster, Slowen Zweiter. Die anderen machen es unter sich aus. Und ja, hier ist noch die ukrainische Mannschaft dazugekommen, davor waren es nur drei. Und ja, das ist die Conference League. Finde ich immer noch ziemlich unspannend. Aber ja, können wir supporten.